Sollen wir mal unsere Mods ärgern? Die ärgern sich immer so ein bisschen, wenn so viele Leute gleichzeitig auf den Discord kommen. Und deswegen mache ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Werbung für unseren Discord. Und zwar haben wir hier unseren Discord-Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Funktioniert als Handy-App und auch für den Computer. Wir haben hier verschiedene Kanäle, Fragekanäle. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen PCs, zu Fertig-PCs, zu welchen, die ihr selber bauen wollt, die Zusammenstellung. Man sieht es ja auch hier. Hier sind Produktvergleiche. Hier sagt jemand, hier könnt ihr da mal drüber schauen und so weiter. Wenn ihr Fragen habt zu PCs allgemein oder auch mein WLAN funktioniert nicht oder irgendwas in der Art, dann kommt gerne auf unseren Discord, stellt eure Fragen. Wir haben hier verschiedene Fragekanäle, Community-Chat, PC-Laberecke. Hier haben wir einen Flex-Channel, wo ich ein bisschen Merchandise verteilt habe. Auf jeden Fall könnt ihr da gerne joinen und dann eure Fragen dort stellen. Auch gerne in den Kommentaren, wie ihr möchtet. Wenn es aber ein bisschen ausführlicher sein soll, dann kommt gerne hier rein. So, jetzt haben meine Mods genug Arbeit und dann schauen wir jetzt mal weiter. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Ich möchte, bevor ich mit dem PC starte, wir haben drei Stück an der Zahl, erstmal auf einen Kommentar eingehen, den ich bekommen habe. Der ist ziemlich lang, also von Michael Krabus. Das war in dem letzten Video, könnt ihr gerne mal nachschauen. Der Link, der ist hier oben, das wird gerade quasi angezeigt. Könnt ihr draufklicken, dann seht ihr das. Dieser Kommentar war sehr ausführlich. Ihr seht's hier und ich habe dementsprechend auch ausführlich geantwortet. Da geht es unter anderem darum, warum ich sage, der Prozessor zum Stream ja, nein oder der Prozessor zum Stream ja, nein. Die und die Grafikkarte, welche FPS und so weiter. Das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Das sind nämlich einige Sachen, da kann ich in den Videos so nicht drauf eingehen. Da wird das Video zu lang. Das skippen die Leute dann auch. Wenn ich da jetzt aus einem 15-Minuten-Video ein 30-Minuten-Video mache, weil ich alles ins Kleinste erkläre, dann ist das ein bisschen schwierig. Ich versuche, die Videos ein bisschen übersichtlich zu gestalten. Für die Leute, die ich schon ein bisschen kenne, haben von der ganzen Materie. Ich erkläre dann, für was ich was nehmen würde. Das ist immer aus meiner Sicht. Natürlich habe ich auch einige Videos, wo ich darauf verweise, hier zum Beispiel von Nilsson um 12600K zum Beispiel den Prozessor, dass der zum Streamen nicht sonderlich gut geeignet ist, je nachdem, was man zockt und so. Der geht dann nochmal tiefer drauf ein, das verlinke ich dann meistens auch. Ich möchte euch nur sagen, wenn ich sage, der und der Prozessor ist zum Streamen geeignet oder eben nicht, dass das begründet ist. Ich habe da mehrere Quellen, da verweise ich dann wie gesagt auch drauf und da könnt ihr euch dann noch näher informieren. Auch bei den Grafikkarten, dann sage ich so und so viel FPS, je nachdem, was ihr machen wollt. Ich kann das halt nur aus meiner Sicht machen. Ich kann nicht immer für 5000 Leute dann sagen, okay, für dich ist es was, für dich nicht, für dich ist es wieder was, für dich nicht. Da müsst ihr ein bisschen selber auch entscheiden, klar. Ich will eine grobe Übersicht geben und das machen wir jetzt auch. Ich habe insgesamt drei Systeme in einer Preisrange, die viele Leute interessiert. Ich hatte ja mal eine Umfrage gemacht, was so die Preisrange ist für euch und das war so bis, sag ich mal, 1200, 1300 Euro. Da könnt ihr euch das gut vorstellen. Wir haben jetzt gerade fallende Preise, deswegen schauen wir uns diese Systeme auch an. Die sind alle bei Dubaro. Ich bin nicht mit denen gepartnert. Ich weiß, es kommt einem so vor, weil ich es ziemlich oft habe, aber Dubaro ist halt verhältnismäßig schon relativ fair. Hier oben steht auch fair kalkuliert, das war früher ein bisschen anders, da fand ich es ein bisschen zu teuer teilweise. Mittlerweile geht's klar. Ich kann auch schon mal vorweg sagen, die Systeme sind alle nicht zu teuer, die ich hier habe. Ich habe nur ein paar Verbesserungsvorschläge, wenn ihr das noch nachkonfiguriert, dann könnt ihr euch daran halten oder eben nicht. Wir starten mit dem Gamer-PC Ryzen 5 3600 mit RTX 3060 für 1099 Euro. Wie immer zu dem Bild, es ist nur das Gehäusebild, das ist bei den anderen auch so. Kein schickimicki bling bling da drin, wo ihr dann denkt, geil, das leuchtet und dann kriegt ihr etwas, was nicht leuchtet. Nein, das stimmt alles soweit, da werde ich jetzt bei den anderen nicht mehr drauf eingehen. Es ist wirklich nur das Gehäuse, ist bei allen so. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 5 3600. Der ist per se nicht schlecht, zum Zocken ist der geeignet. Ich frage mich nur, warum sie den 3600er Ryzen genommen haben. Vielleicht müssen sie so die alten Sachen aus dem Lager noch rauskriegen, aber man bekommt halt für ungefähr 50 Euro mehr den 5600er. Weil der 5600er kostet, wie man hier sieht, 218 Euro und der hier 167. Deswegen, ja, gut, es sind 50 Euro, klar. Nur ich wäre wirklich auf den 5600er gegangen, in der aktuellen Generation auf jeden Fall. Ihr könnt auch später bei dem Mainboard, was hier verbaut ist, den 5000er noch draufschmeißen, wenn ihr irgendwann aufrüsten wollt. Er ist auch wie gesagt nicht schlecht, aber ich denke, das ist mehr oder weniger ein bisschen Resteverwertung, muss man leider so sagen. Das ist genauso, als würdet ihr jetzt einen Intel 10000er irgendwie da reinknallen. Wir sind in der 12000er Generation. Ansonsten hat der 65 Watt 6 Kerne, 12 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Mit dem könnt ihr streamen. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Ihr könnt streamen, wenn das Spiel nicht sonderlich prozessorlastig ist und ihr über die Grafikkarte rendert. Das funktioniert. Ihr könnt, wenn ihr Einsteiger-Streamer seid, sag ich mal, ihr wollt jetzt damit anfangen und ihr wollt Apex Legends oder Overwatch oder von mir aus auch noch irgendwie
Red Dead Redemption oder so streamen. Das funktioniert, wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Dadurch müsst ihr natürlich die Grafikdetails ein bisschen runterstellen. Ihr könnt jetzt nicht Red Dead Redemption mit der Grafikkarte, die hier drin ist, dann auf Ultra spielen und dann darüber noch rendern zum Stream. Das funktioniert nicht. Über den Prozessor ist es auch ein bisschen schwierig. Das möchte ich nur dabei sagen. Für alle anderen, die wirklich nur zocken wollen, reicht er erstmal aus. Wie gesagt, ich wäre auf einen 5600er gegangen. Und der kostet 167 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir einen alternativen AMD und Intel CPU-Kühler. Da habe ich tatsächlich direkt Dubaro gefragt, den Geschäftsführer. Und er sagte, da kommt dann der EKL Super Silent SE AMD-Kühler drauf. Der hat eine TDP von 95 Watt. Ist ziemlich knapp bemessen. 65 Watt laut AMD, die verbrauchen immer ein bisschen mehr. 95 Watt, das ist okay, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt unter Last ist, gerade beim Stream, da kommen wir wieder zu dem Thema, wird der lauter. Auf jeden Fall. Und ich hatte auch einen CPU-Kühler-Test gemacht, da war der leider nicht bei, aber ein ähnlicher, zum Beispiel der A250 PWM, die sind nicht sonderlich dolle. Die sind schon ziemlich laut. Wenn ihr damit klarkommt, das System unterm Tisch steht und ihr ein Headset auf hat, okay. Wer sich daran stört, sollte einen besseren nehmen. Und der kostet 9,90 € bei Kiebel. Als Mainboard bekommen wir einen Gigabyte B450 Aorus Pro. Das ist natürlich der B450 Chipsatz. Sollte man jetzt einen Ryzen der 5000er Generation nehmen, sollte man eventuell den B550 Chipsatz nehmen. Der B450 geht auch. B550 wäre aber besser. Warum? Könnt ihr gerne wieder googeln, wenn ich das jetzt wieder ausführe. Dauert das Video wieder ziemlich lange. Lasst es euch einfach gesagt sein. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier die SSD. Hier könnt ihr tatsächlich noch erweitern, vielleicht mit einer WLAN-Karte. Ebenfalls hier unten, auch mit einer Capture-Card oder so. Eine zweite SSD kann hier auch rein. Dann haben wir 7.1 mit Toslink, 4x USB 3.0, einmal USB 3.1, einmal USB Typ C 3.1. DVI-Anschluss werdet ihr hier nicht benutzen können, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das heißt, ihr zieht das Bild über die Grafikkarte. HDMI ebenfalls und ein Netzwerkanschluss. Das ist ein grundsolides Board, da habt ihr viele Erweiterungsmöglichkeiten, das ist soweit okay. Wenn ihr natürlich mehr USB-Anschlüsse oder so braucht, könnt ihr die dann erweitern über das Board direkt, über diese PCI-Express-Anschlüsse. Da kann ich absolut nicht meckern. Und das kostet 86,67 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB Nvidia RTX 3060, beliebiger Hersteller. Da wir ja hier wieder freie Hand haben, nehme ich jetzt einfach die MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12 GOC. Der ist ein bisschen übertaktet, das ist aber nicht der Rede wert. 12 GB ist natürlich gut zum Zocken. Ihr könnt damit auch AAA-Titel und so spielen. Ihr dürft jetzt nur nicht erwarten, in WQHD die Mods FPS zu haben. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt WQHD Far Cry 6 spielen. Dann müsst ihr das schon alles so auf Mittel stellen, sonst kriegt ihr ein bisschen Probleme, wenn ihr wirklich ordentlich FPS haben wollt. Je nachdem, wie ihr Wert drauf legt. Wenn ihr sagt, ihr kommt mit 60 FPS klar, dann ist das in Ordnung. Danach kommen natürlich noch die 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080 und so weiter. Das ist schon... Ja, keine Einsteigerkarte, ist die neueste Generation, aber es gibt Besseres auf jeden Fall. Kann man in dem Preispunkt aber nicht erwarten, dass man was Besseres bekommt. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 489 Euro bei Mindfactory. Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB G-Skill Ripjaws 5 DDR4 3200 MHz. Oh, Gott sei Dank kein Aegis. Ich hasse Aegis. Also, was heißt ich hasse Aegis? Es gab viele Probleme in der Vergangenheit. Ich würde Aegis nie wieder verbauen von G-Skill. Die Ripjaws sind okay, die haben auch schon einen Kühlkörper hier oben drauf. Sieht doch einigermaßen gut aus. 3200 MHz ist natürlich genau die Spezififikation des Prozessors. 3600 MHz hätten es auch getan. Kann man aber vielleicht in der Preisklasse noch nicht erwarten. Würde ein 10er mehr kosten. Hat man so 3% mehr FPS. Das ist halt Preis-Leistung, muss man sich dann entscheiden. 16 GB auch völlig in Ordnung. Und der kostet 66,01 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 500 GB MSI M390 Spatium M.2 PCI Express 3.0 SSD. Wir hatten eine Lese- und Schreibrate von 3300 MB die Sekunde und 2300 MB die Sekunde. 500 GB finde ich... Sage ich immer wieder, finde ich ein bisschen wenig. Fummelt euch vielleicht noch eine HDD rein oder geht direkt auf 1 Terabyte. Diese Geschwindigkeiten von 3300 MB die Sekunde, das braucht ihr einfach nicht. Nehmt einfach eine 1 Terabyte SSD, wenn ihr die jetzt im freien Markt kauft, kostet die einen 10er mehr. Habt aber das Doppelte an Speicher. 500 GB reicht wie gesagt für den Anfang aus, in der Preisklasse auch noch okay. Ich wäre auf eine langsamere gegangen mit 1 Terabyte, aber wie gesagt, für den Anfang ist es okay. Und die kostet 63,98 € bei Mindfactory. Dann bekommen wir ein 600 Watt EVGA GD600 V2 80 Plus Gold. Das ist, wie der Name schon sagt, 80 Plus Gold zertifiziert, hat 5 Jahre Garantie, hat aber festes Kabelmanagement, kann euch erstmal egal sein. Wenn ihr jetzt den PC einfach fertig kauft, ihr stellt ihn hin, wollt damit nichts mehr machen, festes Kabelmanagement kann euch dann egal sein. Modular wäre besser gewesen, wenn ihr später mal dran rumfummelt, dann habt ihr nicht so viele Kabel drin rumfliegen, weil die, die ihr nicht benötigt, lasst ihr einfach weg. Wie gesagt, bei einem Fertigsystem kann man auf gut Deutsch gesagt jetzt drauf scheißen. Nur ich persönlich lege Wert drauf, Kabelmanagement finde ich persönlich immer sehr wichtig, dass es voll modular dann auch ist. Das reicht für dieses System völlig aus, ihr könnt hinterher sogar noch eine 3060 Ti oder 3070 sogar da reinschmeißen, weil da ist mehr als genug Leistungspuffer vorhanden. Ist auch 80 plus Gold zertifiziert, sprich sehr effizient und ihr seid genauso bei ungefähr 50% Auslastung, das ist schon okay.
Und das kostet 56,90 € bei Equipa. Als Gehäuse bekommen wir ein Kohling Stronghold Schwarz mit Glasfenster. Ja, das wird in der Preisklasse ziemlich oft genommen. Es hat auch schon einen Lüfter vorne und hinten vorinstalliert. Die Sache ist einfach die. Schaut ihr euch das Bild an, ist das auf der linken Seite komplett zu, durch die Glasscheibe. Und hat sozusagen nur auf der Rückseite, in Anführungsstrichen, diese Schlitze hier für die Luftzufuhr. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie es auf beiden Seiten gehabt hätten, weil die Front ist komplett geschlossen. Nur die beiden seitlichen Einlässe hättet ihr dann. Ihr habt da sogar nur einen Einlass. Ist bei dem System natürlich noch in Ordnung, weil das keine Hardware ist, die jetzt sonderlich viel Hitze produziert. Wenn ihr jetzt hinterher irgendwann aufrüstet, wie gesagt, eine bessere Grafikkarte oder womöglich einen besseren Prozessor, die mehr Abwärme irgendwie produzieren, ist das Gehäuse nichts. Für das hier ist es okay, für alles weitere eher nicht so. Und das kostet 52,92 € bei Mindfactory. Ansonsten haben wir wie bei Dubaro üblich kein Betriebssystem dabei, 2 Jahre Garantie, nur ein Retourenschein, Reklamationsfall, sprich ihr müsst die Kiste selber abgeben bei der Post oder habt Glück, ihr erwischt den Postboten, drückt ihm das Ding in der Hand. Die kommen jetzt nicht zu euch nach Hause und holen es ab. Es gibt ja diesen Pickup- und Return-Service, hier ist es wirklich nur ein Retourenschein. Bullguard Internet Security schmeißen wir wie immer weg. Und nur mal so als kleiner Hinweis, warum ich das immer sage, der Windows Defender, der macht einen guten Job, ihr braucht kein Antivirenschutzsystem. Die rechnen natürlich damit, dass nach dieser Einjahreslizenz ihr das Abonnement erweitert und dann Geld zahlt. Ne? Deswegen lasst es am besten weg. Hier haben wir auch nochmal die Thematik mit der SSD. Ihr bekommt halt für 63 € diese 500 GB SSD und für 13 € mehr 1 TB, die Kingston NV1. Die ist ein Ticken langsamer, habt auch das Doppelte an Speicher, deswegen habe ich das eben angesprochen. Die steht auch mit 0 Zählern hier drin, das heißt, die wird nicht mit eingerechnet. Hier haben wir die MSI SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 992,38 €, das System soll kosten 1.099 €. Sprich, ihr seid etwas über 100 € teurer, als würdet ihr es selber bauen, wenn ihr die Teile jetzt alle so kriegt. Die meisten davon kriegt ihr auch versandkostenfrei, klar. Aber 100 € ist durchaus im Rahmen. Das ist auch okay. Mich ärgert es, wie gesagt, ein bisschen, dass es nicht der 5600er Ryzen ist. Das wären gut wieder 50 € mehr gewesen, klar, aber die hätte ich schon investiert. Und dass es nur eine 500 GB SSD ist. Am Rest kann ich so jetzt eigentlich nicht meckern. Man muss immer so eine gewisse Erwartungshaltung haben. Bei dem Preispunkt, auch das Gehäuse würde mir persönlich jetzt nicht zusagen, bei dem Preispunkt ist es okay. Wenn ihr vorhabt, etwas mehr auszugeben, hätten wir hier den Gaming-PC Intel i5 11400 mit RX 6600 XT für 1150 €. Wie immer nur das Gehäusebild hierbei. Und als Prozessor bekommen wir einen Intel i5 11400F. Hier haben wir das gleiche Spielchen. Ihr könnt mit diesem Gerät natürlich streamen, wenn ihr über die Grafikkarte rendert, weil 6 Kerne, 12 Threads finde ich immer ein bisschen mager. Nehmt lieber einen 8 Kerne, wenn ihr unbedingt gut streamen wollt. Ich habe einen gewissen Qualitätsanspruch an Streams. Vielleicht seid ihr da so, ach ja, hier ein paar Fragmente und so dürfen drin sein, dann könnt ihr damit auch streamen von mir aus. Der unterstützt offiziell 3200 MHz RAM mit 65 Watt TDP. Hat hier auch das F-Suffix, das heißt, der hat auch keine integrierte Grafikeinheit wie der Ryzen-Prozessor, nämlich auch. Wir haben den jetzt hier in der Box-Variante genommen, weil hier der Lüfter schon mit dabei ist. Bei den Intel-Systemen weiß ich nicht genau, welchen sie verbauen. Ich hatte jetzt gestern nur nach dem AMD-System gefragt, aber die sagten halt bei AMD auch teilweise auch den Boxkühler, deswegen gehe ich davon aus, dass sie es bei Intel genauso machen. Der wird natürlich auch ein bisschen lauter. Das ist halt einfach so. Wenn ihr damit klarkommt, ist in Ordnung. Ansonsten konfiguriert einen besseren CPU-Kühler rein, zum Beispiel einen Purock 2 von BeQuiet oder ähnliches. Damit habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht. Und der kostet 132,14 € bei Amazon. Hier ist die Thematik auch alternative AMD-Intel-CPU-Kühler, wie gesagt, Boxed oder eben anderer, der günstig ist für einen 10er, wie wir es eben bei AMD gesehen haben. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z590 Gaming X in Sternchen Aktion. Z590-Board mit dem Prozessor ist natürlich lustig. Das liegt natürlich wirklich an dieser Aktion. Ich schätze mal, dass die einfach da auch das Lager räumen. Ist ein sehr gutes Board, überhaupt keine Frage. Ist halt kein K-Prozessor. Sprich, mit dem Board könntet ihr übertakten, mit dem Prozessor halt nicht. Kommt ihr später auf die Idee, natürlich noch einen K-Prozessor zu nehmen aus der 11er-Generation, von mir aus auch aus der 10er-Generation, könnt ihr den übertakten. Das ist gut. Dafür ist es dann vorbereitet. Hier auch gekühlte Spannungswandler. Ein schönes Design. Mir gefällt's. Übrigens, wollte ich nur mal so dabei gesagt haben. 4 RAM-Bänke. Hier kommt eine SSD rein. Hier kann auch eine SSD rein. Hier unten kann auch noch eine SSD rein. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier, diesen Anschluss könnt ihr wahrscheinlich nicht benutzen, weil die Grafikkarte ist halt überdeckt mit dem Kühlkörper. Hier unten könnt ihr eine Capture-Karte oder WLAN-Karte oder so reinschmeißen, das bleibt euch überlassen. Dann haben wir hier 7.1, Netzwerkanschluss, 5x USB 3.0, einmal USB 3.1, DisplayPort-Anschluss, wie gesagt, werde ich hier nicht benutzen, weil das halt ein F-Prozessor ist und der keine integrierte Grafikeinheit hat. USB-Typ C haben wir auch noch, 2x USB 2.0 und P-2 werde ich auch nicht benutzen. Jetzt zwar Maus und Tastatur zu sehen, aber ihr werdet über USB gehen. Ich finde Sport gut. Z590 war halt früher das Maß der Dinge. Gaming X natürlich irgendwo das Einsteigerding. Es gibt bessere, klar. Aber mit dem könnt ihr auf jeden Fall gut arbeiten. Wollt ihr später noch aufrüsten in der 10er oder 11er Generation von Intel, dann funktioniert das hier einwandfrei.
und das kostet 148,97 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte hätten wir eine 8 GB AMD RX 6600 XT beliebiger Hersteller. Und hier haben wir auch wieder freie Hand, deswegen nehmen wir die ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger DOC. Das ist dasselbe wie bei der 3060. Die hat natürlich weniger Speicher als die 3060. Ich finde 8 GB sollten es sein, haben wir hier natürlich auch. Aber die 12 GB stechen das natürlich aus. Darüber hinaus ist die 3060 noch ein bisschen besser dran, was Raytracing angeht. Das schließt die AMD-Karte nicht aus, es ist halt einfach so. Wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich die 3060 genommen, aufgrund des Speichers alleine schon. Das macht die 6600 XT jetzt nicht schlecht. Damit könnt ihr auch alles so weit zocken, wie ich es eben auch schon erklärt habe. Nur hätten wir das System jetzt in der Kombination mit einer 3060, wäre das top gewesen. Hier haben wir wieder ein paar kleine Abstriche. Obwohl laut technischen Daten die 6600 XT sogar ein bisschen schneller ist als die 3060. Aber ich finde diese Speichergeschichte halt einfach sehr wichtig. Ich muss so sagen, wie es ist. Den FPS-Test hierzu findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Und die kostet 464,94 € bei eBay über Hardware Store 2000. Die Arbeitsspeicher sind ebenfalls wieder die G-Skill RipJaws 5 DDR4 3200 MHz, brauche ich nichts mehr zu sagen. Erfüllt die Spezifikation von Intel, hätte auch 3600er sein können, aber gut, 3200er sind jetzt drin, das ist okay. Ebenfalls wieder nur eine 500 GB MSI, die gleiche. Ich hätte 1 TB genommen, gleiches Thema wie bei dem anderen PC. Auch hier haben wir wieder das 600 Watt EVGA GD600 V280 Plus Gold, das ist das gleiche wie eben. Reicht für dieses System auch völlig aus, ihr könnt hinterher sogar noch ein bisschen upgraden, wenn ihr möchtet, stärkere Grafikkarte oder so, dafür braucht ihr nicht das Netzteil tauschen. Und dann hätten wir ein Kolink Void RGB mit Glasfenster. Das ist jetzt so ein Thema für sich. Optisch mag es den einen oder anderen ansprechen, technisch finde ich es nicht so geil, weil die Front relativ geschlossen ist, gut. Ihr habt hier an der Seite auch wieder diese Lüftungsschlitze, klar, hier ist aber kein Lüfter vorne mit verbaut. Hier ist nur einer hinten drin. Ich finde das schon wichtig, dass vorne auch einer reinkommt, dass ihr diesen Airflow habt, dass vorne reingezogen wird, kalte Luft, und oben dann wieder raus. Oben raus habt ihr, reingezogen, schwierig. Konfiguriert euch am besten noch einen Lüfter vorne rein. Finde ich besser. Dann wird die Kiste auch nicht so laut, weil wir haben hier einfach nur den Boxkühler. Und wenn der Airflow gegeben ist, dann hilft das schon ungemein, dass er nicht so krass laut wird, wenn er belastet wird. Ansonsten ist es in der Preisklasse okay. Wenn es euch gefällt, dann nehmt es so von mir aus. Aber wie gesagt, packt euch einen Lüfter rein. Lasst es euch gesagt sein. Ich finde es wichtig. Und das kostet 58,10 € bei Equipper. Und dann wären wir hier auch wieder beim Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor mit CPU-Kühler, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei 991,04 €. Das System soll kosten 1.150 €. Sprich, wenn ihr die Teile jetzt einzeln alle zusammenstellen würdet bei Mindfactory und bezahlt dann 150 € für diesen Montageservice, den Mindfactory und Alternate auch haben, dann landet ihr beim gleichen Preis. Das System ist nicht zu teuer, das ist okay. Konfigurationstechnisch das gleiche Thema, 500 GB Festplatte finde ich ein bisschen kritisch. Prozessor ist noch in Ordnung. Ihr könnt noch nicht so wirklich erwarten, bei 1.150 € schon die 12er Generation zu kriegen. Es gibt bestimmt Systeme da draußen. Aber das ist, wie gesagt, in der Preisklasse hier noch okay mit der 11.000er Generation. Das Mainboard, das reißt natürlich raus. Das finde ich krass, dass es da drin ist. Ansonsten nehmt den ruhig so. FPS-Test habt ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn euch jetzt ein spezielles Game irgendwie interessiert, dann findet ihr das bestimmt darunter. Für den Preispunkt ist es okay. Und jetzt haben wir noch einen, den Kreativ-Ecke 1400 für aktuell 1.299 €. Der ist runtergesetzt. Das habe ich eben bei Kreative Fragen gesehen, bei Daniel. Da dachte ich mir, komm, den nimmst du noch mit da rein, weil der Preispunkt halt auch wieder interessant ist. 1.300 €, das ist auch so etwas, was die Leute meistens suchen. Den gehen wir jetzt auch mal durch. Wie immer nur das Gehäusebild, das ist okay. Hier haben wir den Ryzen 5 5600X. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Den finde ich persönlich schon besser. Das ist jetzt nicht Einsteigerklasse, weil danach kommt zwar noch der 5800X und 5900X und 5950X, aber der reicht zum Zocken dicker aus. Wollt ihr streamen, nehmt den 5.8er. Lasst es euch gesagt sein. Ich habe selber auch den 5800X drin, den würde ich zum Streamen lieber nehmen. Ansonsten müsst ihr über die Grafikkarte rendern, wäre am besten. Es sei denn, ihr streamt hier Just Chatting oder sowas, da reicht der natürlich auch dicke für aus, selbst wenn ihr über den Prozessor rendert. Das ist natürlich schon deutlich aktueller als der 3600er, den wir eben gesehen haben. Klar, das System ist auch teurer. Ich wollte es nur gesagt haben, wenn ihr was Aktuelleres wollt, hier ist er. Und er kostet 218,97 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir den Cosmocool LC-CC120. Zur Erinnerung, der Prozessor hatte eine TDP von 65 Watt, der hier hat eine TDP von 180 Watt. Der reicht aus, für den alle Male. Wenn ihr hinterher upgraden wollt, würde ich schon eher auf eine Wasserkühlung gehen. Ich sehe das hier selber. Sagen wir jetzt wirklich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ihr rüstet den 5600X mit dem 5800X auf. Ich habe hier eine 360er Wasserkühlung. Wenn ich mit dem Ding render, kriegt er trotzdem seine 80, 85 Grad. Das ist halt einfach so. Nicht jeder rendert. Alles gut, zum Zocken reicht das auch dicke. So spielt ihr mit dem Gedanken, wirklich dann vielleicht sogar Videoschnitt oder so zu machen mit so einem System, dann solltet ihr vielleicht eine Wasserkühlung nehmen.
Der Luftkühler, wie gesagt, reicht hier jetzt erstmal aus zum Zocken alle Male. Und der kostet 21,57 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming XV2. Hier haben wir auch die Thematik B550 Chipsatz, also nicht B450, wie wir es bei dem anderen hatten, sondern wirklich schon aktueller. Danach kommt noch X570, das brauchen aber die wenigsten. Das ist mehr dann so zum Übertacken gedacht. Das macht beim 5600er Ryzen sowieso keinen Sinn. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier könnt ihr eine SSD verbauen. Hier unten könnt ihr noch eine SSD verbauen. Und diese 3 Slots zum Erweitern nutzen für eine WLAN-Karte oder Capture-Card oder ähnliches. Den hier werdet ihr wahrscheinlich wieder nicht benutzen können, weil einfach die Grafikkarte das überdeckt. Dann haben wir hier Mikrofonanschluss, Lautsprecher bzw. Kopfhörer und Line-In-Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, HDMI, DVI werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat, zweimal USB 2.0 und P-2, was ihr wahrscheinlich auch nicht nutzen werdet. Ist ein grundsolides Board, ein Aorus Elite und Aorus Pro gibt es danach noch, es gibt auch viel bessere, klar. Für das System in der Preisregion völlig ausreichend. Und das kostet 106,77 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 12 GB AMD RX 6700 XT beliebiger Hersteller. Und wir haben wieder freie Hand, deswegen nehme ich einfach die günstigste, die ich gefunden habe. Das ist die XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 XT Core Gaming. Die habe ich selber auch, also nicht genau die, ich habe eine Sapphire. Zum Zocken der aktuellen AAA-Titel ausreichend, wenn ihr halt ein bisschen an den Einstellungen rumspielt. Ich persönlich kann Far Cry 6 jetzt auch nicht auf volle Möhre ballern und erwarten, dass er mir auf Full HD 144 Hz ausspuckt. Das funktioniert nicht. Ihr müsst selber wissen, was ihr braucht. Wenn ihr jetzt sagt, ich komme auf WQHD mit 60 FPS klar, bitte, könnt ihr damit nehmen. Ich glaube, selbst bei Cyberpunk wird es dann wieder Probleme geben, je nach Einstellung, klar. Es ist keine Einsteiger-Grafikkarte, es gibt aber stärkere, 6800 XT, 6900 XT, die ganzen Nvidia-Karten, zum Beispiel eine 3070 Ti, 3080 und so. Das ist ausbaufähig, klar, aber in der Preisregion auf jeden Fall passend. Und die kostet 649 € bei Alternate. Arbeitsspeicher sind wieder die Ripshaws, allerdings mit 3600 MHz, sprich, da ist schon ein bisschen, was soll ich es übertakten nennen? AMD sagt halt 3200 MHz, 3600 ist cool, hab da so 3% mehr FPS, finde ich in Ordnung, finde ich gut, dass es hier gemacht worden ist. Wieder das leidige Thema mit der 500 GB SSD, ich hätte einen Terabyte genommen. Wirklich, es sind halt nur 10 oder 13 Euro Unterschied. Ich hätte einen Terabyte genommen, ein bisschen Geschwindigkeitseinbußen, was ihr eh nicht merkt beim Zocken. Wenn ihr natürlich täglich Gigabytes an Daten hin und her verschaufelt, dann verstehe ich das. Aber zum reinen Zocken, wie gesagt, hätte mir eine 1 Terabyte besser gefallen. Die haben bestimmt einen guten Deal bekommen mit MSI, was diese Festplatten angeht. Die SSD ist also, einige regen sich darüber auf, dass ich Festplatte sage. Hier steht halt Festplatte. Ist halt einfach so. Es ist eine SSD. Fummelt euch, wenn ihr dabei bleiben wollt, noch eine HDD dabei. Oder geht direkt auf 1 Terabyte SSD-Speicher. Würde ich schon sagen. Als Netzteil haben wir ein 700 Watt BeQuiet Pure Power 11. Finde ich gut. 5 Jahre Garantie. 80 plus Gold zertifiziert. Mit dem Pure Power Netzteil haben wir gute Erfahrungen gemacht. 700 Watt für dieses System auch völlig ausreichend. Könnt ihr später noch stärkeren Prozessor einbauen. Womöglich sogar noch eine stärkere Grafikkarte. Das passt soweit. Ist halt wieder nicht modular. Kann euch egal sein. Erstmal. Wenn ihr später daran rumschrauben wollt und euch über die Kabel ärgert, die rumfliegen, ja, dann ist es halt so. Ich persönlich nehme immer modulare Netzteile, wenn ich irgendwas aufbaue, auch wenn ich für andere Leute hier mal PCs baue. Als Gehäuse haben wir Silentium PC Ventum VT2TG mit Glasfenster. Das hat vorne schon einen Lüfter eingebaut und hinten auch. Was man hier kaum erkennt, es hat Mesh. Die ganze Front ist durchsiebt. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Vorne ist ein Lüfter drin, zieht die kalte Luft an, hinten fliegt sie wieder raus. Ist natürlich schlicht. Nicht viel Bling-Bling, kein Infinity Mirror, keine RGB-Beleuchtung irgendwo, sondern einfach nur ein schwarzes Case mit Airflow. Technisch gesehen ist es okay. Optisch müsst ihr selber entscheiden. Könnt ihr auch umkonfigurieren. Wenn ihr sagt, das passt mir nicht, ich möchte irgendwas mit Beleuchtung, konfiguriert es euch um. Achtet aber bitte darauf, dass ihr wirklich eins nehmt, wo der Airflow gegeben ist. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Gehäuse irgendwie findet, was schön RGB beleuchtet ist und so, aber jetzt nicht so viel Mesh hat in der Front, nehmt ruhig noch einen Lüfter mit dabei. Wenn hinten schon einer verbaut ist, das sieht man ja auf den Bildern, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Weil das System ist durchaus schon ein bisschen leistungsstärker, da sollte man schon ein bisschen auf Airflow achten. Und das kostet 49,73 € bei ProShop. Und dann wären wir da auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir mal im Gesamtpreis von 1264,76 €. Das System soll kosten 1299 €. Also 30 € über Selbstbau. Werdet ihr bei Mindfactory dann so nicht hinkriegen, wenn ihr es da zusammenbauen lassen wolltet. Preislich gesehen ist das System okay, konfigurationstechnisch ist die Festplatte halt wieder das Maß der Dinge. Ich finde 500 GB halt einfach ein bisschen wenig. Ich hatte jetzt auch mal einen Kommentar bekommen, da wurde gesagt, ja, du sagst immer Ark Survival Evolved, da spielt kaum einer. Ja gut, dann lass ihn Warzone installieren, Far Cry 6 und von mir aus noch, keine Ahnung, was wird denn aktuell so gespielt? Apex oder so, dann ist die irgendwann auch voll. Das ist halt schwierig, ich finde 500 GB zu wenig. Ihr müsst ja dran denken, ihr habt Windows da drauf.
ihr habt die ganzen anderen Programme so drauf, Treiber zum Beispiel, ihr habt Discord, ihr habt einen Browser, ihr habt Spotify, ihr habt Steam und so weiter, dann ist das Ding schnell voll. Lasst es euch gesagt sein, ihr ärgert euch. Ihr habt ja diesen kleinen schönen Balken da bei euch im Arbeitsplatz und der wird immer kleiner. Das ist also wirklich. Ich wäre auf 1 Terabyte gegangen, wie gesagt. Preislich gesehen sind die alle in Ordnung, die Systeme. Wenn ich mich entscheiden müsste, klar ist jetzt auch der teuerste, würde ich aber diesen hier nehmen für 1300. Und das ist egal, ob da jetzt Kreativecke dran steht oder nicht. Ich sage es einfach nur so. Preislich gesehen finde ich den am interessantesten. Wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen den anderen beiden, nehmt den hier. Guckt, ob ihr vielleicht einen Ryzen 5600 da reinkriegt. Der kostet zum Beispiel nur 54 Euro Aufpreis. Warum steht denn hier jetzt 1509? Ach, das ist wieder dieser Bug mit Klevo. Ich verstehe es bis heute nicht. Also wie gesagt, 54 Euro Aufpreis, nimmt den 5600er, dann ist das auch ein gutes System. Klar, die Festplatte ist wieder zu klein, aber das geht dann soweit klar. Ein 5600er mit einer 3060 mit 12 GB VRAM finde ich dann schon in Ordnung. Man kann sich jetzt an so Kleinigkeiten aufhängen wie 3200 MHz RAM. Klar, 3600er hätte man auch nehmen können, sicherlich. Aber von der Grundidee her sind die Systeme okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und joint unseren Discord. Ärgert unsere Mods mal so ein bisschen mit euren Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.